Ich habe zum Beispiel einmal eine Verfilmung von Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere gesehen und da geht es darum, dass man sozusagen jemanden, den man liebt, in einer heiligen Erde begraben kann und dann kommt er zurück, aber er kommt verändert zurück und es wird zuerst mit einem Hund durchexerziert und dann sozusagen, obwohl man sieht, der kommt nicht mehr so lieb zurück, sondern entsetzlich sozusagen zombifiziert und böse, kann man den Verlust sozusagen von geliebten Menschen so schwer verkraften, dass man sozusagen den dann auch dort begräbt, wissend, dass der quasi als böse zurückkommt. Und ich finde, also mir hat selten ein Film, weiß ich, müsste ich jetzt nachdenken, welche Arthouse-Filme mir das so erzählt haben wie der. Seit meine Mutter mir mit 10, da war ich 10, hat mir die Psycho gezeigt. Und ich habe, das war der erste Film dieser Art und ich fand am Anfang schon so spannend, wie die das Geld stiehlt einfach und wegfährt mit dem Geld und ich fand das so spannend. Und meine Mutter war so ein bisschen gelangweilt und hat gemeint, es wird schon noch spannend und ich habe irgendwie, boah, was noch spannender und war dann irgendwie so fast ein bisschen süchtig und habe sowas halt gesucht und habe dann schon mit 12 diese ganzen Filme alle durchgeschaut, also irgendwie Halloween und Die Fliege und ja. Eine deutsche Doku-Soap, die heißt, glaube ich, Brutnein, wie ist das? Extrem total schön. Ja, genau, extrem schön, wo sich Frauen operieren lassen, also völlig durchoperieren lassen, neue Zähne, neue Nase, Wangenknochen, Haare, neues Gewand auch und für diesen Prozess dann für 1, 2, 3 Monate von der Familie getrennt sind. Und die Familie sieht das Ganze nicht und die werden dann, da kommt es nur zu so einer roter Teppich-Wiedervereinigung mit so glücklicher Fernsehmusik und das ist so inszeniert, dass der magische Moment, wo die Familie zusammentrifft und eigentlich sollen die alle um den Hals fallen und sagen, wow, du bist ja zu schön. Und in Wirklichkeit, wenn man auf den ersten Moment schaut, wo die Kinder die Mutter zum ersten Mal sehen, diese veränderte Frau, die da auf sie zukommt, da schwingt immer eine Form von Beunruhigung mit oder Verunsicherung und das war der Moment, den wir genommen haben und der uns interessiert hat und den wir versucht haben, irgendwie weiterzudenken. Was wäre, wenn die Kinder wirklich davon überzeugt sind, das ist nicht unsere Mutter? Wir lieben Filme, die physisch sind, also die sowohl sozusagen in einer Art von Kamera physisch sind, in Szenen, in Handlung, als auch sozusagen zum Zuschauer hin physisch sind. Das heißt, dass der Zuschauer im Kino drinnen sitzt und physisch was erlebt. Also Herzklopfen bekommt, mitgenommen wird, Angst hat, weiß ich nicht, schwitzt. Und das ist sozusagen Filme, die angreifen sozusagen. Also die, da kann man sich nicht sozusagen gemütlich hinsetzen und dauernd den Film durchdenken und sich überlegen, ah, das meint er jetzt wohl so, der Regisseur, der meint es wohl so. Das wollen wir nicht. Wir wollen sozusagen den Zuschauer mal mitnehmen und überwältigen, dass er sich gar nicht wehren kann, was er da jetzt sieht und nachher sozusagen kann er darüber nachdenken, ob er irgendwie was gesehen hat, das mehr über das hinaus vielleicht sagen will, als es im ersten Moment so aussieht. Und diese Art von Filmen überhaupt nicht, das kann man ja schon auch so sagen, die gefallen uns. Und im Vorfeld haben wir natürlich dann auch viele dieser Kinder, also Horrorfilme oder Thriller, wo Kinder sozusagen im Mittelpunkt stehen, haben wir uns im Vorfeld viele angeschaut. Ja, die Innocence von Jack Clayton von 1964 oder 62 und Otto Preminger, Bunny Lake is Missing oder Ein Kind zu töten, ist ein spanischer Film. Also wir haben ganz viel irgendwie gesucht. Und es ist trotzdem so, dass es immer noch Sachen gibt. Also wir werden dann angesprochen, dass unser Film so viele Ähnlichkeiten hat mit diesem oder jenem Film. Die kennen wir dann gar nicht. Also das ist ja, das gibt so viele Filme, man kann nicht alles schauen. Man versucht es im Vorfeld, aber gibt es immer noch was, das man übersieht. Mhm. The Other? Genau, das, auf den werden wir so oft angesprochen. Genau den kennen wir nicht. Das ist genau der, den wir nicht kennen. Und da haben uns auch Franzosen und so, also immer wieder werden wir auf den angesprochen und der ist uns entgangen irgendwie. Keine Ahnung wieso, weil wir haben so viele Filmkritikerfreunde, die sich nicht gut auskennen und die haben alle vergessen, den Film irgendwie uns zu sagen. Also wir haben ja herumgefragt, ne? Da fragt man ja dann auch herum einfach, kennt ihr und so. Und ja, der ist uns entgangen, lustigerweise.
glaube, bei einem Horrorfilm ist es, kann man sagen, als Filmemacher, ob der Film gelungen ist. Also das finde ich bei Arthouse-Filmen immer so schwierig, weil da kann man sich immer noch zurecht überlegen, na, das soll jetzt vielleicht langweilig sein oder das soll vielleicht so sein. Und wenn ein Horrorfilm langweilig ist, dann hat man als Regisseur versagt. Also es gibt irgendwie Dinge, die quasi wirklich messbar sind, ob sie funktionieren oder nicht. Und das hat uns interessiert, weil das dann noch bedingt, dass man handwerklich quasi was leistet. Und das interessiert uns auch daran, dass man nicht nur quasi jetzt von sich selbst glaubt, man ist gescheit oder nicht, oder was weiß, also weiß ich nicht. Das ist das, was sowieso da ist. Und wir wollten zusätzlich irgendwie noch handwerklich was leisten. Ja, und also wir sind ja beide drauf gekommen, wir spielen einfach gern. Also wir haben in unserem Film mit unseren Kindern viel gespielt, jetzt während des Drehs. Ich glaube, wir spielen inhaltlich in dem Film mit sehr vielen Ebenen und wir spielen auch mit dem Zuschauer. Und ich finde, dafür eignet sich der Horrorfilm auch. Das ist sozusagen für eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit dem Zuschauer. Und wie du eben sagst, wo man genau überprüfen kann, ob es funktioniert oder nicht. Also das ist schön, weil Horrorfilm-Zuschauer sich auch darauf einlassen. Also wir waren jetzt bei ganz vielen Arthouse-Filmfestivals und bei vielen Horrorfilmfestivals. Und grundsätzlich ist die Stimmung bei Horrorfilmfestivals immer viel warmherziger den Filmen gegenüber. Also diese Menschen wollen wirklich einen Film sehen, den sie mögen, und sitzen nicht drin, um zu nörgeln oder sich lustig zu machen, sondern die wollen wirklich was erleben. Die wollen auf das Spiel einsteigen, und viele Arthouse-Zuschauer wollen klüger sein als der Film, den sie sehen. Und das ist irgendwie schade, weil da erlebt man dann nichts im Kino. Ich war nämlich da war ich 14, mhm, und der Babysitter von Veronikas Kindern. Und ich bin nicht in Geld bezahlt worden, sondern in Videokassetten, weil ich damals schon... Du wolltest gar nicht in Geld bezahlt werden. Ich wollte schon, ich habe kein Geld bekommen, sondern Videokassetten, was eh besser war, weil ich war damals schon ein totaler Filmfan, und wir haben uns dann mehr oder weniger die ganze Nacht gemeinsam Filme angeschaut und sind über die Zeit drauf gekommen, dass wir da eigentlich immer einer Meinung sind und quasi so eine Vision oder von Vorstellung von Kino teilen auch. Und das ist auch eine Voraussetzung, dass man dann zusammen überhaupt einen Film machen kann, dass man von denselben Dingen spricht und dieselben Dinge empfindet und dieselbe Art von Kino liebt. Ja, und Severin, du bist ja dann auf die Filmakademie gegangen, während ich ja eigentlich sozusagen lange Filmjournalistin war, beziehungsweise Drehbuchautorin schon dann von Filmen. Und dann haben wir an einem Dokumentarfilm über den Schauspieler und Regisseur Peter Kern, den wir irgendwie haben wir gefunden, das ist ein Film, den man machen muss. Und da haben wir zum ersten Mal quasi in einem ganz kleinen Team zu dritt, also ganz was anderes als diesen Spielfilm, den wir da jetzt gemacht haben, haben wir da uns eine Kamera ausgepackt von der Filmakademie und mehr oder weniger mit einem Kameramann wir zwei diesen Film gemacht über Peter Kern. Und da haben wir irgendwie gesehen, dass wir gut zusammenarbeiten. Wir lieben so viele verschiedene Filme, dass da zum Beispiel, ich kann mich erinnern an einen Abend, da war begonnen mit Faces von John Cassavetes, dann war Tetsuo 2 von Tsukamoto, dann war ein Brisson-Film, Lancelot du Lac, und dann war Freitag der 13.8. Jason Takes Manhattan. Also wirklich quasi völlig quer durch alle Genres durch. Freitag der 13.8. war allerdings schwer zu bekommen, weil ich aus einer relativ kleinen Stadt bin. Da habe ich dann nach Wien zu Veronika fahren müssen, um den auch sehen zu können. Aber es hilft, sonst wären wir sicher nicht die Filmemacher, oder sonst hätten wir nicht den Film gemacht, den wir gemacht haben, wenn man nicht die ganzen Filme gesehen hat. Ich meine, das ist jetzt keine absichtliche Entscheidung, dass man sagt, man macht das wie der Film oder wie der Film, aber irgendwie beeinflussen einen die Dinge, die man gesehen hat und die einem auch wichtig sind, schon. Na, und man lernt auch daran, also finde ich. Also man entwickelt ja dadurch quasi einen Geschmack und den Willen, welche Art von Film man überhaupt machen will. Also es geht einfach, indem man Filme schaut. Michael Haneke hat uns wieder den Film gesehen und gesagt, ja, jetzt seid einmal ehrlich, einer von euch muss der Boss sein, einer muss der Chef sein, das gibt's ja nicht. Und zwei, drei Schiffe, das geht nicht. Das geht gar nicht. Und das stimmt aber nicht. Also wenn man sich so sicher ist, dass man denselben Film machen möchte, dann kann man zu zweit Regie führen. Und wenn man einander vertraut, ich glaube, da muss man sich wirklich vertrauen, und weiß,
alles, es geht darum, den besten Film zu machen. Also nicht es, um Eitelkeit. Es geht nicht um Eitelkeit, es geht nicht um Besserwisserei, sondern es geht um sozusagen um den Film. Und wir beide wissen das voneinander. Ja? Also selbst in Situationen, wo wir dann anderer Meinung sind oder so, die wirklich selten sind, wenn dann nur im Schneideraum, aber sowohl beim Schreiben, also wir sitzen einander gegenüber und schreiben, also wir drehen richtig auch so den Computer um, schreib jetzt du, schreib du. Also wir reden vorher erst die Ideen durch. Und wir sind füreinander auch das erste Publikum. Insofern arbeiten wir recht schnell eigentlich. Also man glaubt, das ist ineffizient, weil Leute müssen ja bei jedem Schritt dann auch noch diskutieren und so. In Wahrheit, ein Drehbuch muss ja immer quasi gegengelesen werden oder muss, wer andere liest das und gibt sein Feedback und so. Und wir sind das füreinander. Und wenn ich was schreibe und der Severin findet das blöd, dann ist die Idee vom Tisch, weil dann quasi weiß ich, okay, das ist und das blöd. Ist, wenn man alleine schreiben würde, das ist so, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich was. Dann denke ich mir, das ist blöd, dann lösche ich es wieder weg, dann schreibe ich es am nächsten Tag wieder hin, dann denke ich mir, ist das gut? Und dann vergeht eine Woche, bis ich es vielleicht zum Lesen gebe und der sagt dann, das ist blöd, dann schmeiße ich es weg. Und wir haben das quasi in der Sekunde eigentlich, wenn der andere sagt, das ist blöd, dass es dann vom Tisch ist. Also das ist, glaube ich, macht viele Teile der Arbeit einfach schneller. Ja. Also Ulrich Seidel ist erstens, also ist der Produzent quasi des Films und ich arbeite schon lange mit Ulrich Seidel zusammen. Also ich habe für ihn seit, weiß ich nicht, 17 Jahren schreibe ich mit ihm die Drehbücher gemeinsam und ja, es war ganz logisch sozusagen, dass wir dann mit unserem fertigen Drehbuch quasi zu ihm gehen und ihm es mal lesen lassen. Und da war er dann sehr begeistert und ja, so haben wir dann, hat er gesagt, ja, den Film würde die Ulrich Seidel Film gern produzieren. So war das. Und wir hätten keinen quasi großzügigeren, strengen wie großzügigeren Regisseur finden können, also Produzenten finden können, weil er ja, weil er selber ein Künstler ist und daher immer weiß, dass man die Freiheit braucht, quasi die eigenen Ideen zu verwirklichen und auch zu entwickeln, weil manchmal weiß man sie auch nicht gleich. Also manchmal muss man ja quasi sich vorarbeiten zu dem, was man will. Und ja, dazu ermuntert er einem und zwingt einem und ermöglicht einem dabei aber dann auch alles. Also wenn man ja, zum Beispiel einen Film drehen will. Wir haben ganz viele digitale Kameras getestet im Vorfeld, weil einem jeder rät und jeder Kameramann auch rät heutzutage, man soll das digital drehen, weil es billiger ist, man kann unendlich lang drehen und sie erzählen einem alle, es schaut eh gleich aus oder man kann es so bearbeiten, dass es gleich ausschaut. Wir finden, das stimmt nicht, wir haben das probiert mit ganz vielen Digitalkameras, haben die gleichen Sachen gefilmt, digital und mit 35mm und es ist einfach geheimnisvoller mit 35mm und lebendiger und schöner und tiefer, als das eine Digitalkamera zumindest für uns zeigen könnte. Und der andere Grund ist auch schon irgendwie da angedeutet, das ist nämlich, dass digital erzählen sie einem immer, ja, da kann man unendlich lange drehen und gerade mit Kindern und mit Tieren, da soll man einfach die Kamera aufbauen und dann drückt man drauf und dann lässt man mal laufen und dann lässt man eine halbe Stunde laufen und die Kinder machen irgendwas und dann wird schon was Gutes dabei sein und das nimmt man. Und das ist sicher richtig und man kann vielleicht dasselbe Ergebnis auch erzielen im Film, aber was passiert ist, dass einfach das ganze Team eine halbe Stunde daneben steht und allen schlafen die Füße ein, mehr oder weniger, weil sie da zuschauen müssen, wie irgendwer, der nicht weiß, was, also es ist alles stehen und warten, hoffen, ob nicht vielleicht was Gutes passiert. Und wenn man auf Film dreht, dann weiß jeder, das kostet total viel Geld, es gibt nur eine gewisse begrenzte Menge an Material und man drückt den Knopf, den Auslöser und dann muss es passieren, dann hat man 15 Sekunden und dann muss das gute Stückerl halt dabei sein und genau da, auf das arbeiten alle hin. Und das sorgt für eine völlig andere Konzentration beim Arbeiten, glauben wir. Das ist jetzt quasi ein spezielles Verfahren gewesen, wie wir das aufgenommen haben, das es schon seit den 60er Jahren gibt und Sergio Leone bei ein paar
also ich glaube, für eine Handvoll Dollar ist auch so gedreht worden, dass es nämlich nicht, also quasi ein Filmbild ist ja mehr oder weniger so 4:3 wie die alten Fernseher. Und CinemaScope ist eigentlich die Hälfte von diesem Bild. Und das wird normalerweise mit Linsen irgendwie verzerrt und entzerrt und gequetscht und wie auch immer, dass man die ganze Auflösung vom Bild hat. Die kostengünstigere Sparvariante ist einfach, dass man mehr oder weniger das Bild in der Hälfte durchschneidet. Das hat 4 Perforationslöcher auf der Seite. Technik heißt 2-Perf, dass man quasi ein Bild hat, dann nur 2 Perforationslöcher. Und das entspricht genau dem CinemaScope-Format. Und das haben wir gemacht. Insofern wäre es völlig schwachsinnig gewesen, da in einem anderen Format zu drehen, weil dann hätte man noch mehr von dem Bild verloren, wenn man dann noch was wegschneidet. Also es war dann auch... So haben wir auch nur die Hälfte des Materials gebraucht. Also insofern konnten wir das 35mm drehen auch leisten. Und es war ehrlich gesagt unwesentlich, es war ein bisschen teurer als digital, aber mit dem Drehverhältnis und mit der 2-Perf-Methode quasi, glaube ich, um, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder so, war das, glaube ich, teurer auf Film zu drehen als digital. Das kam von Ulrich Seidel, der gemeint hat, er möchte nur bei einer Position mitreden, beim Kameramann, das ist ihm sehr wichtig, und er würde uns den Martin Schlacht empfehlen, und wir kannten den nicht. Und ich habe nur aufgrund der Anzahl der Filme, die er gemacht hat, das war mir irgendwie schon noch immer gedacht, der macht 3 Filme im Jahr. Das ist so ein... Über 30 Filme schon gedreht. Mit Shirin Nesher, Jessica Hausner ist ein... Das wird so ein Profi sein. Ist er auch noch. Und der sich dann nicht so interessiert für die einzelnen Filme. Und wenn der schon 2 im Jahr gemacht hat, der wird sich nicht darauf einlassen. Und der wird halt das machen, was er immer macht. Und wir dachten, und der macht halt dann, was er will und hört nicht auf uns, weil das unser erster Film ist. Und das hat sich als völlig falsch herausgestellt, weil der ist ganz großartig und lässt sich auf jeden Film neu ein, als wäre es der erste, und will von jedem Regisseur erfahren, wie er das machen mag. Und wenn das völlig ungewöhnlich ist und unser Ansatz, wie wir das mit den Kindern erarbeitet haben, also sehr spielerisch, da hat oft das ganze Team mit 30 Leuten einfach mal eine halbe Stunde warten müssen, weil wir mit den Kindern durch den Wald gelaufen sind. Und da gibt es quasi, glaube ich, 90% aller Kameramänner würden da mit den Augen rollen, oder das Team würde mit den Augen rollen und sich denken, jetzt sind die völlig wahnsinnig. Und der Martin sagt aber irgendwie, nein, das ist deren, die haben viel mehr für den Film gearbeitet als wir alle, wir fangen jetzt erst an, die haben sich so lange vorbereitet, wir machen das jetzt genau, wie die sich's ausgedacht haben, und schau mal, vielleicht lernen wir alle was dabei. Und das quasi, nachdem er 30 Filme gemacht hat, dass man immer noch bei jedem Film was lernen will und sich auf jedes Projekt neu einlässt, ist absolut großartig. Ja, und sehr ungewöhnlich, also ich glaube, das macht ihn auch jetzt, ich verstehe auch sozusagen, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man jemanden anderen haben will als ihn, weil er so ein loyaler künstlerischer Mitstreiter ist, also er versucht, die künstlerische Idee zu verstehen und sie dann mitzutragen. Und mit ihm sein Team, also da gibt es ja dann auch noch die Kameracrew und die Licht, das ganze Lichtteam, die alle mitziehen. Und das ist sehr beeindruckend. Also es gibt eigentlich nur lustigerweise ein einziges Bild, wo das ist, also eine Szene, die wir auch immer unsere Haneke-Szene nennen, sozusagen lustigerweise, wo die Kamera zurückfährt und man nur hört, was ist, und dann, also man hört nur, dass irgendwas ist, und quasi was dann war, sieht man im nächsten Bild. Und es gibt eine, wo man quasi über ein Babyphone was hört, das schneiden wir aber zurück und man sieht dann auch, was man gehört hat. Unser Cutter ist auch ein Filmtheorie-Professor, und der hat so eine Freude gehabt, weil er genau wie sie das gesehen hat, gesagt hat, ja, und das ist jetzt wie Haneke, und man filmt das Babyphone und dann ist es, man hört es nur, und der mit diebischer Freude hat er dann nochmal zurückgeschnitten, dass man alles dann sieht, weil er gemeint hat, Haneke würde das nie machen, und wir zeigen jetzt aber noch in Großaufnahme, was passiert auch. Ja, also wir haben einfach versucht, schon einfach dann nicht wegzuschauen, die Dinge grundsätzlich schon zu zeigen. Bei dieser einen Rückfahrt, wo man irgendwie nicht sieht, was ist, ist es auch, weil das so, in Wirklichkeit, das ist ein bisschen eine Verkürzung, das kann man, glaube ich, im Ton machen, dass man sagt, das ist jetzt quasi passiert, und man wundert sich vielleicht dann nicht im Film, wenn man das alles sehen müsste, was die Kinder da machen, und dann schaut man denen wahrscheinlich dann eine Viertelstunde dabei zu, und das ist einfach quasi langweilig auch. Mhm. Nein, die Susanne Wüst, die Hauptdarstellerin, die kennen wir schon länger persönlich und haben die schon beim Schreiben vor Augen gehabt eigentlich. Und bei den Zwillingen, da war uns klar, da müssen wir ein Casting machen, weil das sind logischerweise immer welche, die noch nie vor der Kamera gestanden sind, weil im richtigen Alter gibt es einfach keine Schauspieler, keine Bubenschauspieler. Und wir haben ein bisschen uns gefürchtet davor, aber die Casterin, die das gemacht hat mit uns, die Eva Roth, ist auch die Casterin vom Ulrich Seidel eben, und die ist gewöhnt, jahrelange Castings und
große Anforderungen. Und die war total erleichtert, wie wir gesagt haben, Zwillingsbuben im Alter von 8 bis 11, die keinen Dialekt sprechen, weil sie gemeint hat, ah, das ist leicht. Und wir waren irgendwie ein bisschen irritiert und so, wieso ist das leicht? Und sie hat völlig recht gehabt, das ist leicht, weil es so spezifisch ist. Also da kann man in den Schulen einfach anrufen, in der Direktion wissen, die gibt es in der Schule Buben in dem Alter, und dann kann man einfach fragen, interessiert es euch, zu einem Casting zu kommen? Also wir haben da, glaube ich, einfach alle, die es gibt in Österreich, in den Landeshauptstädten, auch erwischt, mehr oder weniger. Und das die wollten, dann, ne? Das muss man ja eh immer. Die Voraussetzung ist, dass die Kinder das überhaupt wollen. Ne? Also das waren dann irgendwie 130 Zwillingspaare, was ein sehr gruseliger Anblick ist, wenn die alle in einem Castingraum warten. Und am Schluss waren 3 Zwillingspaare über, die alle möglich gewesen wären. Und da haben wir eine Schlussrunde gemacht, haben wir die Susanne Wüst quasi an einen Sessel gefesselt und haben den Kindern gesagt, so, diese Frau hat eure Mutter entführt und ihr wollt jetzt von der wissen, wo eure Mutter ist. Ihr dürft alles machen, ihr müsst aus der herauskriegen, wo eure Mutter ist. Und 2 Paare sind halt nur um sie herum gezirkelt und haben irgendwie halt gesagt, wo ist unsere Mutter, wo ist unsere Mutter? Also eh gut, aber und die dritten eben unsere sozusagen, die haben sich dann quasi den nächsten, was Kugelschreiber oder Bleistift oder so, also vom Schreibtisch geschnappt und haben sozusagen so hingepiekst und dann haben wir gewusst, ja, das sind unsere. Du bist nicht unsere Mama. Aufs Zimmer. Ich hab's so satt. Zeig uns halt das Muttermal. Ich hab's so satt. Zeig uns das Muttermal. Jetzt reicht's. Noch irgendwas? Hey. Noch irgendwas? Ja. Neuwirth lebt in Berlin, also ist eine österreichische Komponistin, eine berühmte, sehr, sehr gute Komponistin, und sie hat auch eine Liebe zu Filmen. Also sie hat immer wieder so ein bisschen für Film gemacht, und die wollten wir unbedingt haben, einfach für den Film. Und sie war auch ganz begeistert sozusagen dann vom Drehbuch. Und ja, und dann war es aber so, dass wir den Rohschnitt gezeigt haben des Films, und dann hat sie irgendwie den gesehen und gesagt, der Film braucht keine Musik. Und aber wir wussten, nein, also tatsächlich an 3, 4 Stellen, das haben wir im Schnitt erarbeitet, muss Musik sein. Also da sehen wir, dass Musik sein muss. Und es gehört ja auch zu diesem Art von Genrefilm ein bisschen dazu. Und es war dann tatsächlich eine sehr haarige und schwierige Aufgabe, sozusagen so eine Balance zu finden, wie viel Musik, wie viel Geräusche, sozusagen, dass einerseits im ersten Teil quasi das Märchenhafte funktioniert, dass aber auch das Reale funktioniert und das Genremäßige. Also das war eine Tüftelarbeit. Weißt du, wie viele Sternlein stehen auf dem weiten Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit hinüber die ganze Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt. Kennt auch dich und hat dich lieb. Also wir glauben, dass Gewalt oder diese Art von Horror viel stärker wirkt, wenn sie aus einer Alltäglichkeit kommt. Also wir wollten nicht, dass die Kinder mit der Kettensäge aus dem Keller zurückkommen und der Mutter den Kopf absägen. Das ist dann, ich glaube, das erschreckt niemanden mehr. Das sagt man vielleicht wei oder man lacht oder man applaudiert, aber das ist nicht wirklich hart, glaube ich. Aber es ist auch hier nur ab 16 freigegeben. Wir sind ganz enttäuscht. Also in Österreich, auch so mit. Also es war ist kein Problem. Wobei sehr wichtig waren uns eigentlich so diese Wahrnehmungsebenen, die zusammenkrachen. Also einfach wie, der Film heißt ja auch ich sehe, im Österreichischen spielt man so das Spiel, ich sehe, was du nicht siehst. Also und sozusagen das, was du nicht siehst, also was Erwachsene nicht sehen,
wie es Kindern geht und wie Kinder sozusagen die Welt ganz eigen sehen. Also der erste Teil ist ja auch aus der Kinderperspektive erzählt, mehr oder weniger. Wie Kinder die Welt sehen, wie sie sie wahrnehmen, was sie wahrnehmen, ist ja ganz anders als das, was Erwachsene wahrnehmen. Und dieses sozusagen Zusammenkrachen dieser zwei sozusagen, dieser Perspektiven, das hat uns interessiert, was für ein Drama sozusagen das auslösen kann. Mhm.